Hallo und willkommen bei Bildner TV. Microsoft benutzt den Namen Outlook für mehr als nur ein Programm. Und das führt leider ab und zu etwas Verwirrung. Wir wollen euch heute darüber aufklären, was es mit Outlook.de und dem Programm Outlook auf sich hat. Also seid gespannt und bleibt dran. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und wenn ihr unseren Kanal schon länger verfolgt, dann habt ihr sicherlich schon einige unserer Outlook-Videos gesehen. Und unsere Outlook-Videos drehen sich ja eigentlich immer um das Programm Outlook 2019 oder eben für ältere Versionen Outlook 2013, Outlook 2016 oder Outlook für Microsoft 365. Allerdings benutzt Microsoft den Namen Outlook nicht nur für sein Programm, mit dem ich E-Mails schreiben und verwalten kann, wo ich auch noch einen Kalender habe und viele andere Sachen. Nein, Microsoft verwendet den seit einiger Zeit auch für seinen kostenlosen E-Mail-Service. Früher hieß der Hotmail, schon eine Zeit her, aber vielleicht sagt der Name den ein oder anderen noch was. Und Microsoft hat sich entschlossen, so, hey, wir haben ein bekanntes E-Mail-Programm, nämlich das Programm Outlook. Also nennen wir unseren kostenlosen E-Mail-Service, den wir anbieten, auch Outlook. Ja, und das führt leider immer wieder zu etwas, ja, Problemen, gerade bei Fragestellungen. Ich bekomme immer wieder Fragen zu Outlook auf ein Outlook-Video. Nur leider nicht zum Programm Outlook, sondern eben zur Webmail Outlook. Deswegen kurz hier eine Klarstellung, um was es eigentlich bei beiden geht und wo der Unterschied ist. Ja, also erstmal das Programm Outlook selber. Es gibt das Programm mit dem Namen Outlook. Dieses Programm gehört zu Microsoft Office. Und Outlook gibt es schon sehr, sehr lange, schon seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, und schauen wir uns am besten das Programm einfach mal kurz an. Ich habe hier eben das Programm Outlook, in meinem Fall von Microsoft 365. Und ihr seht, ich habe hier eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich kann hier zum Beispiel eine neue E-Mail schreiben, Empfänger eingeben, E-Mail schreiben und dann senden. Ich kann E-Mails empfangen und kann die hier entsprechend lesen. Und ich habe dann hier auch einen Kalender, wo ich mir Termine eintragen lassen kann, an die ich mich erinnern lassen kann. Ich habe Kontakte, wo ich dann verschiedenste, ja, eben Adressbücher verwenden kann, in die ich all meine Personen, mit denen ich in Kontakt stehe, eintrage. Ich habe noch Notizen, die ich hier erstellen kann, Aufgaben, also eine Art To-Do-Liste, die ich machen kann. Ja, all das bietet mir das Programm Outlook. Und das findet vor allem, sage ich mal, im Firmenumfeld, im geschäftlichen Umfeld sehr, sehr viel Verwendung. Im privaten Umfeld findet das Programm Microsoft Outlook sicherlich nicht ganz so viel Verwendung, denn ja, es ist ja immerhin kostenpflichtig. Entweder ich muss mir das Programmpaket Microsoft Office kaufen, derzeit die aktuelle Version 19, oder ihr Abo-Modell Microsoft 365, das mich ja auch monatlich oder jährlich etwas kostet. Stattdessen gibt es ja zahlreiche kostenlose E-Mail-Varianten, wie zum Beispiel das bei Windows mitgelieferte Mail oder eben auch Mail-Programme, die es kostenlos zum Download im Internet gibt. Ja, und auch bei Smartphones und Tablets habe ich ja bereits ein Mail-Programm integriert. Ja, Microsoft Outlook, also häufig im Geschäftsbereich zu finden, auch im privaten Bereich, da nicht so häufig. Einen weiteren Vorteil bietet Outlook noch im Zusammenhang mit einem Server. Das nennt sich dann ein Exchange-Server. Da können dann viele Leute über Outlook zusammenarbeiten, zum Beispiel sich denselben Kalender teilen. Das ist natürlich auch wieder im geschäftlichen Umfeld meistens interessanter als im privaten. Ja, aber auch für den privaten Nutzer kann eben Outlook sehr interessant sein, weil es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet mit Kalenderverwaltung, mit
der Adressverwaltung, mit Notizen, mit Aufgaben und To-Do-Listen. Ja, und jetzt kommen wir zur anderen Seite, nämlich dem Webmail, dem kostenlosen Webmail-Angebot von Microsoft. Ich nenne es jetzt outlook.de, weil es die Webseite ist, über die ich das Ganze aufrufe. Früher gab es eben den kostenlosen E-Mail-Dienst von Microsoft mit Namen Hotmail. Das Ganze wurde dann irgendwann einmal in live.de umbenannt und dann hat man es wieder umbenannt eben in outlook.de. Hat aber erst einmal gar nichts mit dem Programm Outlook zu tun. Ich gehe mal auf die entsprechende Webseite. Also, ihr öffnet einen Browser, egal ob Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, und geht auf die Adresse outlook.de. Und ihr seht jetzt schon, die Adresse hat sich ein bisschen geändert. Da steht auch noch live.com. Da steht noch der vorhergehende Name drinnen. Und ihr seht, ich kann mich hier anmelden. Oder ich habe hier kostenlose Outlook-E-Mail und Kalender und kann hier mein kostenloses Konto erstellen. Ja, bevor ich das jetzt mache oder auch sage, macht es, wenn ihr bereits ein Microsoft-Konto besitzt, zum Beispiel, weil ihr euch bei eurem Windows 10 mit einem Microsoft-Konto anmeldet oder ihr benutzt vielleicht das Programm OneNote, wo wir auch schon ein paar Videos dazu gemacht haben. Ja, bei vielen dieser Sachen habt ihr vielleicht schon ein Microsoft-Konto, zum Beispiel auch für den Cloud-Speicherdienst von Microsoft, OneDrive. Ja, also wenn ihr irgendwas von dem nutzt, habt ihr bereits ein Microsoft-Konto und damit eigentlich auch schon eine Outlook.de-Adresse. Aber ihr könnt euch jederzeit, auch wenn ihr schon bereits eine besitzt, könnt ihr euch ein weiteres Mal anmelden und auch eine zweite E-Mail-Adresse erstellen. Ich mache jetzt den Vorgang nicht komplett durch. Ich will es nur zeigen, ich kann hier ein kostenloses Konto erstellen. Und ihr seht, hier steht jetzt schon @outlook.de. Und jetzt tippe ich nur noch ein, meinen Wunschname, den ich haben möchte, @outlook.de. Und das ist dann die E-Mail-Adresse, die ich bekomme. Wenn ich jetzt weitermache, muss ich noch angeben, wie mein Geburtstag und ein Passwort, das ich dafür hinterlegen möchte. Das Ganze mache ich jetzt mal nicht, denn ich habe schon ein Konto. Das heißt, da brauche ich mich nur noch anzumelden. So, ich gebe unseren Benutzernamen ein, bildnertv@outlook.de. Das ist gleichzeitig unsere E-Mail-Adresse. Weiter, dann das dazugehörige Passwort. Ich habe das schon mal eingespeichert. Und anmelden. So, und jetzt seht ihr hier oben, ich bin in meinem Browser, in dem Fall in Microsoft Edge, könnt aber genauso gut Firefox oder Chrome sein und ihr seht, ich bin auf einer Webseite und ich kann jetzt hier E-Mails schreiben und wenn man sich das Ganze anschaut, das sieht sehr, sehr ähnlich zum Programm Outlook aus. Zum Vergleich, ich schalte nochmal um auf mein Outlook-Programm, das ich ja noch offen habe und gerade wenn ihr euch auf der linken Seite und vor allem auch hier unten mal die Symbole anschaut und jetzt wechsle ich wieder zurück. Ja, die findet ihr zum Beispiel auch hier unten. Also der Aufbau ist sehr ähnlich, aber das eine ist mein Programm Outlook, in dem ich x-beliebige E-Mail-Adressen hinterlegen kann, die ich damit verwalte und abrufe. Und hier bin ich auf der Webseite von outlook.de oder outlook.live.com und habe hier eine kostenlose E-Mail-Adresse von Microsoft, die ich hier verwalte und E-Mails schreiben und empfangen kann, eben über diese eine kostenlose E-Mail-Adresse. Und der Aufbau ist sehr ähnlich, aber eben nicht identisch mit dem Programm Outlook. Da gibt es schon ganz gehörige Unterschiede in der Benutzung. Und das, was ich in unseren Videos zeige, wenn es um Outlook geht, das ist eigentlich immer auf das Programm Outlook bezogen. Also daher eine Bitte an alle Zuschauer, wenn ihr eine Frage zu Outlook.de habt, also zu dem Webmail von Microsoft, dann schreibt mir das im Kommentar oder auch in der E-Mail, die ihr mir schreibt, explizit dazu.
Ich benutze das Webmail-Programm Outlook.de oder ich benutze die Webmail von Microsoft Outlook.de, dann weiß ich gleich, dass es nicht um das Programm geht, sondern eben hier um die Webmail von Microsoft. Ja, ich hoffe, die Unterschiede sind da ein wenig klar geworden. Und ja, um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, ihr könnt natürlich eure E-Mail-Adresse, euer Name @outlook.de natürlich im Programm Outlook auch als Konto einrichten und dort verwalten und benutzen. Ich finde die Namensgebung da von Microsoft ein bisschen verwirrend. Für zwei eigentlich etwas separate Dinge, die aber im selben Umfeld angesiedelt sind, einen und denselben Namen zu verwenden. Sie dachten sicherlich, es wäre eine gute Idee, aber gerade bei Hilfestellungen oder Support merkt man, dass da die Leute häufig durcheinander kommen. Ja, von was redest du jetzt gerade? Ja, ich rede vom Programm. Und der andere, ja, ich rede gerade von der Webmail, die ich da nutze. Also, ihr seht, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein E-Mail-Konto in eurem Outlook-Programm einrichten könnt, das zeige ich euch im nächsten Video. Und alles zum Programm Outlook steht natürlich auch in unserem Buch zu Outlook, das ihr wie immer unter dem Video verlinkt findet oder unter bildnerverlag.de. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst uns einen Kommentar da. Und wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, dann nehmt ihr auch gleich an unserem Gewinnspiel teil. Einmal in der Woche könnt ihr da ein Buch aus unserem Bildner Verlagsprogramm gewinnen. Also Kommentar da lassen und die Chance auf ein Buch haben. Ja, abonniert uns, dass ihr uns nicht verpasst beim nächsten Video. Und wir sehen uns dann beim Video, in dem ich euch zeige, wie ihr Outlook einrichtet. Ciao, bis dann.